Einen wunderbaren guten Morgen zur Freitagsmarktbesprechung. Heute schauen wir unter anderem auf den Ölmarkt. Da gab es ja einen Ausbruch durch eine aufsteigende Unterseite. Das Ganze schauen wir uns direkt auch gleich noch mit an. Worauf schauen wir noch? Wir schauen auf den Euro-US-Dollar. Da könnte es unter Umständen zu einem jetzigen Richtungswechsel kommen. Deswegen schauen wir hier mal hin. Wir schauen noch auf das Währungspaar Austral-Dollar, Kandollar. Wir schauen auf die großen Indizes an dieser Stelle, also DAX und die US-Indizes haben wir auch mit da. Da gab es ja gestern ein ordentliches Donnerwetter und mal schauen, wie es heute reingeht. Noch dazu ist ja Montag, Feiertag in den USA. Möglicherweise geht ja der ein oder andere Anleger auch nochmal in Deckung. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Das heißt, hier auf dieser Stelle oder an dieser Stelle haben wir wieder ein dickes Programm und hier im Hintergrund, man sieht es schon äh, das Thema, was wir heute auch noch mit haben, äh, die US-Wirtschaft. Da haben wir am Mittwoch den äh, das Beechbuch bekommen, ein wichtiger Wirtschaftsbericht in den USA, wo auch die Fed drauf schaut. Da gucken wir mal rein. Thema hier, Covid-19 ist die Achillesferse der US-Wirtschaft, aber es geht weiter aufwärts. Arbeitsmarkt hat uns gestern auch ein positives Zeichen gebracht. Da schauen wir gleich auch noch mit rein in die Details. So, ich sehe gerade tolle Überraschung. Facebook scheint es endlich geschafft zu haben, das Problem äh, mit den äh, Kommentaren erledigt zu haben. Ich sehe euch wieder. Hervorragend, Olaf, einen schönen guten Morgen. Also, fragen gerne direkt rein hier in die Chats auf Zoom und auch auf GoToWebinar. Bei Zoom sehe ich auch, es scheint alles durchzulaufen. Einfach mal hier, wenn alles passt. Thumbs up hier, likes geben. Wir wollen, wir wollen, dass immer mehr Leute das hier sehen. Die Community wächst ja und man sieht ja, was an den Märkten auch zu holen ist. Also, legen wir hier heute los. Risikohinweis wie immer. Am Anfang zuerst bitte. In Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFD, sagt Martin, der kann zu Verlusten führen. So, das hätten wir durchgesprochen und dann machen wir wie immer jeden Tag an dieser Stelle den Blick in die Nachrichtenvorschau. Hier aus Deutschland haben wir nicht so gute Nachrichten vom Eintragsabschluss. Auftragseingang, so rum der Industrie gesehen. Hier nur ein Zuwachs von 2,8. Also es ist nicht locker flockig. Das vorige Ergebnis war ja echt der Knaller mit einem Zuwachs von 28,8. Die Analysten haben auch mehr erwartet. Von der Seite her ist das eine kleine Enttäuschung. Mal schauen, was der Markt daraus machen wird. Ansonsten gibt es heute aus Deutschland, äh, Großbritannien auch wieder äh, die Einkaufsmanager-Indizes um 9.30 Uhr und um 10 Uhr. Und dann Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das, worauf viele warten, die Non-Farm Payrolls, das ist ja immer wieder ein sehr, sehr wichtiges Ereignis hier vom Arbeitsmarkt, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in Deutsch, äh, in den USA, so rum in Deutsch, äh, das Ganze um 14.30 Uhr, das so ist die Zeitplanung und dann am Ende des Tages hier kurz. Vor Handelsschluss gibt es nochmal einen Einblick hier, was die Big Boys in den Futures machen. Die COT-Reports, das für den ein oder anderen Trader nur zur Vollständigkeit. Also, das haben wir da. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben mal kurz noch bei den Nachrichten und wir schauen einfach nochmal, was wir hier diese Woche gesehen haben. Ein bisschen ein gemischtes Bild. Wir haben es bekommen aus äh, wo gewesen, aus China. Thema der Einkaufsmanager-Indizes. Hier sehen wir es etwas gemischt, aber trotzdem über der Marke von 50 und äh, am Dienstag der HSBC Einkaufsmanager Index sogar ein leichter Anstieg. Das ist so, wie es ist. Ansonsten die Einkaufsmanager Indizes diese Woche sehr, sehr viel gebracht. Hier wir sehen es beim verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist es hier in etwa etwas unter den Erwartungen geblieben von den Analysten, aber im Vergleich zum Vormonat weiterer Anstieg. Arbeitslosigkeit in Deutschland auch hier Daumen hoch, sehr, sehr gut. Die Arbeitslosigkeit Losigkeit geht weiter zurück. Die Analysten hatten hier mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Die Briten haben Einkaufsmanager-Indizes fürs A. verarbeitende Gewerbe gebracht. Auch hier ein Anstieg gegenüber des Vormonats. Bitte hier nicht von der roten Zahl äh, irren lassen. Das ist nur rot, weil die Analysten etwas mehr und Deut mehr erwartet hatten an dieser Stelle. Ne? Und in den USA. Wir sehen es hier Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Auch weiter auf dem ansteigenden Ast. Das deckt sich so ein bisschen mit den Daten, die wir aus dem Duisburg auch bekommen. Wie schon gesagt, dazu nachher gerne mehr. Ansonsten das Thema Arbeitslosigkeit haben wir äh, oder Arbeitsmarkt hatten wir am Mittwoch auch mit auf der Uhr. Hier haben wir es gesehen, die Daten waren ein bisschen schlechter ähm, als erwartet. Oder was heißt ein bisschen schlechter? Schlechter als die Prognose auf alle Fälle mal. Die hatte einen Zuwachs von 950.000 Stellen sozusagen gerechnet. Der Vormonatswert waren 212.000. Tatsächlich sind es jetzt 428.000 gewesen. Also es ist weiterhin ein Zuwachs da, auch wenn der schlechter war als das, was die Analysten erwartet hatten. Öl, ja, Öllagerbestände wieder mal kräftig abgenommen, hilft dem Ölpreis jetzt nicht wirklich. Das sehen wir nachher gleich im Chart und gestern. Dann haben wir noch ein paar Einkaufsmanager-Indizes gesehen. Auch die sind im Vergleich zum Vormonat angestiegen. Also auch hier ist tendenziell Erholungstendenz zu sehen in Großbritannien. Und bei den Erstanträgen auf Arbeitslose in die Arbeitslosenhilfe in den USA, da auch ein schönes Ergebnis hier. Man hat damit gerechnet, dass es 950.000 ähm, Anträge auf Arbeitslosenhilfe gab. Erstanträge, wohlgemerkt, es waren weniger und das ist doch ein positives Zeichen. ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung hier etwas zurückgegangen im Vormonat. Das wären mal die Termine für diese Woche gewesen und damit gehen wir noch einmal eben in die Charts rein. Oder was heißt noch mal? Lasst uns erstmal mal anfangen. Jawohl, so haben wir es. Also, wir sehen hier momentan, kurzen Augenblick, den Preischart vom Öl. Hier das Ganze drinnen. So, jetzt haben wir es aber. So, kurzen Augenblick, hier mal die Linien. So, ich will mal die Linien hier ganz kurz rausnehmen. So, die brauchen wir jetzt nämlich nicht. Also, was sehen wir hier im Ölpreis? Ölpreis, wie schon gesagt, die Rohöllagerbestände, die sind ja diese Woche zurückgegangen. Aber nichtsdestotrotz, es gab hier an dieser Stelle, muss ich sagen, nichts Gutes aus der Charttechnik. Wir sehen es. Aufwärtstrend hier lange, lange Zeit nach oben angehalten. Aber, und das ist etwas, da hatte ich auch vor meinem Urlaub schon so ein bisschen hingewiesen. Hier oben, da wo wir es hier sehen, jetzt zeige ich mit dem Finger, das sieht natürlich keiner auf dem Bildschirm. Also hier oben, wo äh, diese zwei Pfeile sind, ganz knapp über diesem Gap Close hier drüben, was wir gehabt haben, das ist in etwa hier die Marke von 41,50, ganz grob über den Daumen. Das ist das Gap Close gewesen, also hier gab es ja eine Kurz Kurslücke unten rein, hier dieser Bereich hier unten um die 34, 35 in etwa, also 34 Dollar, 35, 40 in diesem Dreh rum in etwa, ähm, da hatten wir das untere, den unteren Teil vom Gap hier oben um die 41, 50, den oberen Teil vom Gap, das Gap ist mittlerweile geschlossen, aber seit dem Versuch oder seit dem Schluss dieses Gaps kommt der Markt nicht richtig aus der Hefe, das heißt... Abgabedruck immer wieder, wenn wir oben reinlaufen. Bisher hatte der sich allerdings nicht deutlich nach unten aufgeladen oder ausgeladen. Das heißt, ähm, solange wir hier nicht weitere Abwärtsdynamik bekommen, stehen wir schon in der Situation, dass wir erst einmal zunächst wieder auf die 4367 ranlaufen können. Das ist aus rein charttechnischer Sicht alles überhaupt noch kein Problem. Und oben hin haben wir ja auch noch ein paar Anlaufpunkte liegen. Ne? Hier rein von der charttechnik sehen wir es ja auch oben drinnen dass wir hier die 48,50 bis 49,40 äh, in etwa hier in diesem Band zu liegen haben als Widerstand. Aber da ist wirklich nichts ausgemachte Sache. Der Markt schwächelt hier momentan ziemlich stark. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch auf der Chartunterseite an. Da sehen wir es nämlich hier, diese blaue Linie, die wir hier drinnen liegen haben. Ähm, diese blaue Linie zeigt uns erstmal, dass dieser Aufwärtstrend hier nach oben erst einmal ein Stück weit aus dem Markt genommen wurde. Ich habe das hier zur besseren Visualisierung auch nochmal gemacht, eine Aufwärtstrendlinie reingemacht, ähm, wo man einfach sagt, okay, der Aufwärtstrend, die Linie ist unterbrochen. Das ist ein erstes Indiz dafür, äh, dass mit dem übergeordneten Trend, also mit dem vorangegangenen Trend, was nicht in Ordnung ist. Und wenn wir uns das jetzt technisch mal anschauen wollen, wir sehen es ja hier an dieser Stelle auch, ich skizziere es mal ganz kurz mit meinem Zeichentool. Der Markt ist hier definitiv rausgekommen, unter das letzte Trendtief gefallen. Schaut mal hier, das hier ist der Bereich des letzten Trendtiefs. Dann haben wir hier rein technischer Natur noch mal ein leicht höheres Hoch gemacht und hier sind wir jetzt drunter gerutscht. Das heißt, hier gibt es mehrere Anzeichen dafür, dass mit diesem Aufwärtstrend hier erst einmal was nicht mehr in Ordnung ist, ob wir jetzt direkt einen neuen Abwärtstrend bekommen. Wir sehen es im kleinen, in der Stunde Trend, der Markt ja auch schon runter hier. Der Markt ist ja hier ziemlich gut nach unten hin gelaufen. Da gab es ja gestern für die Kurzfristräder auch schöne Setups unten raus. Hier, als dieser Trend entstanden ist, gab es den Schub nach unten und das hat sich schon gelohnt. Wir sind ja hier oben von äh, gut 42 Dollar runtergerutscht auf die Marke von 40, bevor wir hier wieder den Schub nach oben bekommen haben. Und an diesen Stellen sehen wir auch immer wieder, wie wichtig es ist, auf historische Kurslevel zu achten. Das heißt, zu schauen, wo wird denn welcher äh, Händler auch aktiv? Wo sind die Händler aktiv geworden? Das ist übrigens auch ein Thema in der Ausbildung hier ähm, im September. Das sind Marker, die müssen wir beachten, weil das sind Punkte. Da kommt immer wieder Reaktion in den Markt und daraus kann man einiges mitschließen. Also das mal der Blick in das Bild zur Unterseite hin und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen wollen ähm, auf Grundlage der Tagesbasis oder des Tagescharts an dieser Stelle, dann können wir hier an diesem Punkt mal noch locker ein paar Anlaufpunkte zur Unterseite mit reinnehmen. Schaut mal hier, gab es sogar noch einen untergeordneten Schwung, hier der größere Schwung allerdings nach oben, das mal der Aufwärtstrend, aber die Anlaufpunkte zur Unterseite hin, die sind jetzt ganz klar hier, wenn es unter das Tagestief von gestern weitergehen sollte, wenn es der Markt tatsächlich rausnimmt, dann hier die Drehpunkte um, die 38, 50 hier unten, die 36, 90, 37 in etwa und dann ist hier bei 34, 35 der nächste Bereich, da ist verdammt viel Luft nach unten, ob es so weit kommt, dass der Markt zu tief runtergefällt, ich habe keine Ahnung, aber wir haben die Anlaufpunkte da und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, deswegen schauen wir hier immer wieder rein und das Ganze gucken wir uns jetzt natürlich Natürlich nicht nur auf tagesbasis an, sondern das macht natürlich auch Sinn, dass wir hier mal im kurzfristbereichen ein Auge drauf werfen. Das habe ich ja übrigens heute auch in der aktuellen Ausgabe, der schriftlichen aufgabe von Ausgabe von Tickmills täglichen Trading-Ideen gemacht. Die sieht man immer im Blog von Tickmill und das Ganze hier mal etwas zusammengerafft in der Stunde und hier, Leute, wir sehen es. Schaut euch das mal an. Das ist der Abwärtstrend, den ich euch gerade auf Tagesbasis auch gezeigt habe. Und hier an dieser Stelle sozusagen muss man einfach mal konstatieren, wo sind denn Punkte nach oben hin, wenn der Markt sich erholt? Warum gibt es die Hoffnung, dass der Markt sich erholt? Wenn wir uns die Tageskerze von gestern nochmal anschauen, ich, ich schalte noch mal ganz kurz auf den Tageschart hier um, zoome den mal etwas näher ran, schaut mal diese Kerze von gestern. Das ist definitiv eine Aufkaufkerze. Ja, da gab es absolut eine Intraday-Rally von unten nach oben. Hier ist einfach ein bisschen was gerissen worden, äh, wo der Markt nach unten abverkauft hat. Und hier haben sich dann irgendwann die Händler gesagt: Gut, wir wollen nicht mehr verkaufen. Und wenn die Käufer nur noch dann da sind, dann haben wir einen Kaufüberhang und dann steigen die Preise an. Das ist das, was wir hier gestern als Gegenreaktion auf diesen Rutsch gesehen haben. So, und wenn man mich jetzt fragt, naja, Seidel, was sagst du denn nun? Was haben wir denn hier nun? Da muss ich aktuell ganz klar konzentrieren. Startieren. Wenn wir uns den Weg von gestern mal anschauen, wir haben hier definitiv einen Abwärtstrend nach unten laufen. Der ist da, der ist intakt. Hier, das ist das kleine. Das heißt, der Tag ist abwärts gerichtet. Die Bewegung unten, der Bewegungstrend, der untergeordnete ist auch noch abwärts gerichtet. Das heißt, klassisch haben wir hier definitiv erst einmal schon die Situation, dass wir eher die Unterseite sehen. Diejenigen, die warten, Schnäppchenjäger sozusagen und sich sagen, hoppala, na, da könnte doch eventuell hier unten was gehen, wieder mal als Bounce nach oben. Ganz klar, die Chance ist da. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie der Markt sich entwickelt. Heißt also an dieser Stelle, wenn wir diesen Markt hier sehen und wir sagen, die Aufkaufketze von gestern wird bestätigt, dann wird der Markt hier so aussehen. Das heißt, er dreht. Vor diesem Tief um, geht nach oben. Das heißt, in dem Moment, wo wir hier schön nach oben rauflaufen, haben wir natürlich die Chance, in die Oberseite reinzulaufen und hier die 41,59 raufzugehen, beziehungsweise hier das Ausbruchslevel aus der Unterseite äh, dieses Aufwärtstrends mit rauszunehmen. Hier ungefähr die Marke von 42,20. Ja, und dann sind noch ein paar andere charttechnische Marke auch da. Hier die Initialisierung dieses Abwärtstrends. Das ist der Bereich von 42,20. 55 und dann die Swing Highs, die wir hier haben, die liegen im Chart ja auch ersichtlich für jedermann, der hinschaut, 43 und 4325 sind da mal als nächstes zu nennen. Also es gibt doch durchaus einiges Potenzial für einen Rückschnapper und bei der hohen Volatilität sollte man die halt einfach auch mit auf der Uhr haben. Jetzt ist es halt wichtig, was der Markt hier macht und da müssen wir einfach nur mit hinschauen hier im auf das WTI. Übrigens das Kürzel WTI bei Tickme hier ist für die aktuellen Charts XTI. Ja, das ist das, was wir hier sehen. Das ist das WTI hier im Bilde. Wer den Brand traden möchte, den gibt es auch noch. Das ist mal Brand Crude. Der Chart läuft ähnlich, bzw nahezu identisch. Hier sehen wir es auch. Also das Bild ist absolut gleich. Hier am Gap Close oben, jetzt geht es nach unten. Das ist ähnlich. Also das gibt so ein bisschen die Vorzüge, was man eher mag, was man nicht so gerne mag. Und von der Seite her ist das so ein bisschen Geschmackssache hier. Der Blick also auf den Ölmarkt. Wie schon gesagt, wenn noch weitere Fragen sind, bitte rein in die Chats. Ich habe auch schon gesehen, hier das Cable wollen wir uns heute mal noch anschauen. Das mache ich natürlich gerne auch an dieser Stelle. Ju, das zum WTI. Wir machen weiter bei den Währungen. Und bei den Währungen starte ich jetzt mal mit dem Währungspaar australdollar dollar Also hier auch ein Kan-Dollar mit Petro äh, hintendran. Also ölabhängig. Und hier sehen wir im Endeffekt. Moment, hier ist der Tageschart, wie die Reaktionen aktuell sind und was mir hier an diesem Chart ähm, aus aktueller Sicht äh, gefällt aus Trading-Sicht, rein aus Trading-Sicht ist das, was wir hier sehen, das Zeichen, was wir vom Markt hier bekommen. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier auf der Uhr mal diesen Wochencharter. Wenn wir uns hier mal den untergeordneten Zeitrahmen anschauen, wir sehen es, der Markt, der trendet hier untergeordnet nach oben, hat hier in der Vorwoche auch einen richtig brutalen Anstieg gehabt, ist also auf dem Weg nach oben und aus aktueller Sicht ist die Vorwoche etwas über 50% abverkauft. Das heißt... Wir haben hier durchaus auch weiter Chancen zur Oberseite. Und wenn wir uns den Chart hier auf Wochenbasis mal eben kurz anschauen wollen, wir haben durchaus auch noch Luft nach oben hin. Das heißt, wenn es hier über das kleine Zwischenhoch hier drüber geht, also hier im Wochenchart, wenn wir hier über die 96,9 drüber laufen, dann ist der nächste Anlaufpunkt hier. Die 97,7 und darauf geht es dann weiter auf die 99,3. Da sind durchaus Potenziale nach oben mit da. Wie ich schon gesagt, wir sind hier in einem Aufwärtstrend verortet und jetzt haben wir halt die Hälfte der Wegstrecke der letzten Woche korrigiert und da ist es interessant, auf Umkehrsignale zu schauen. Ja, Das ist einfach nur mal ein Durchatmen, weil die Woche davor, die war schon echt brutal. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Tageschart anschauen wollen, ich mache mal kurz den Zeitrahmen raus, dann sehen wir hier auch einen aktuell intakten Aufwärtstrend. Trend. Der atmet hier durch, das ist ganz klar und ganz gut zu sehen. Ähm, und jetzt muss man einfach schauen, wie es hier weitergeht. Hier gibt es an dieser Stelle wie immer zwei Dinge, die passieren können. Das erste ist, der Markt kontrahiert hier oben noch in diesem Bereich dieses Ausbruchslevel um die äh, 0,95,8 bzw. unter dem Vorwochenhoch äh, bei 0,9 oder knapp bei 0,97. Machen wir es mal rund auf der Marke hier. Ähm, heißt an dieser Stelle Obacht geben. Ja? Wir sind hier schön rausgelaufen. Wenn wir uns diesen untergeordneten Trend hier mal anschauen, den haben wir rausgenommen. Und das, was wir hier aktuell sehen, ist so eine leichte, flackenförmige Korrektur nach dem starken Ergebnis der Woche. Und wenn das nach oben ausbricht, haben wir durchaus bullische Chancen, äh, nach oben hin zu laufen. Wo sind Anlaufpunkte kurzfristiger Natur? Natürlich müssen wir mal schauen, jetzt aus der Korrektur raus muss man als Händler nicht zwangsweise spekulieren dass wir hier zu großen Trendfortsetzungen kommen, da reicht es ja aus, aus der untergeordneten Zeiteinheit raus etwas nach oben mitzunehmen. Und das schauen wir uns gleich auch mal im Stundenchart an. Bevor wir allerdings den Stundenchart betrachten, bleiben wir noch ein bisschen im Tageschart. Warum? Hier im Tageschart es ist natürlich auch weiteres Potenzial zur Unterseite gegeben. Ja, also nur weil wir hier eine Flagge haben, äh, das heißt so ein Steinkorrekturkanal, heißt das jetzt noch lange nicht, dass das Ding bullisch laufen muss, sondern wir können ohne weiteres natürlich tiefer laufen. Je tiefer die Korrektur wird, je schwieriger ist es dann natürlich für die Bullen. Ja? Weil normalerweise, wenn so ein schöner Schub nach oben kommt, ähm, dann sollte sich maximal im Bereich um 50 Prozent Korrekturtiefe 50, 60 irgendwann auch wieder mal ein Käufer finden. Ansonsten ist das eher ein Schwächezeichen. Und Schwächezeichen heißt tiefere Korrektur. Und das Anlauflevel, was wir hier unten haben, ist wieder dieser Supportbereich um die 94,3, also hier der letzte Kaufbereich. Und da sind ja auch direkt wieder die Händler reingekommen. Also, wir sehen es an dieser Verortung momentan Potenzial auf beide Seiten ist da und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Stundenchart mit anschauen wollen, den raffe ich mal etwas zusammen, da sehen wir es hier auch, diese blaue Linie ist der schöne starke Aufwärtsschub, der diesen Abwärtstrend hier drüben rausgenommen hat und das Ganze jetzt zu sehen, wenn man es mal einfach so sehen will, wenn wir hier tatsächlich oben drüber rausgehen, ja, das heißt hier, das ist der Abwärtstrendkanal, den wir hier mit am Liegen haben, der ist jetzt natürlich von mir nur grob skizziert, ja, also das Ganze bitte jetzt nicht zu pingelig Nehmen, sondern das ist nur eine reine Richtungsangabe und das ist jetzt hier sozusagen im Kleinen auch das mal ganz grob nur skizziert hier oben ran so in etwa der Trendverlauf und wenn wir hier jetzt natürlich oben rausgehen das wäre dann ein Zeichen einer Umkehr, dass wir die Oberseite mit raufnehmen können. Ansonsten, wenn sich dieser Trend hier einfach so nach unten hin fortsetzt, hier mache ich das Bild jetzt mal etwas größer, dass wir den Trendverlauf schöner sehen und dann lasse ich mal das chart hier zeichnen, lower time frame, da sehen wir es, Korrektur. Also Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur also dieser Abwärtstrend ist weiterhin intakt und wenn wir hier unten drunter laufen sollten das heißt es zur Trendfortsetzung kommt dann müssen wir uns unweigerlich mit der Unterseite auseinandersetzen und auf der Unterseite sehen wir hier unten in dem Bereich den ich jetzt hier blau markiert habe das ist mal so ein initiales Kauflevel als der Markt hier rumgedreht hat und nach oben gelaufen ist ja das heißt an dieser Stelle wenn wir uns das mal kurz annehmen wollen, das ist der Bereich, wo wir unten aus dem Abwärtstrend rausgekommen sind. Den haben wir oben angelaufen, dann gab es nochmal eine kleine Korrektur und dann ging die Luzi ab nach oben hin, ab hier bis in die Marke von knapp 0,965. Und dieser Kaufbereich war die initiale Trendentstehung und das ist dann, wenn es zur Trendfortsetzung kommt, mal das nächste Level, was wir durchaus auf der Uhr haben sollten. Und das ist hier grob über den Daumen die runde Marke von 0,95 hier mit Blick in das Währungspaar austral dollar -Kandollar. Und damit sind wir hier mit diesem Währungspaar auch erst einmal durch und wir schauen jetzt auf den Euro. Und den Euro, den haben wir ja immer mal auf der Uhr. Naja, natürlich, das ist halt unsere wichtigste Währung. Ne? Und wenn wir uns den Euro momentan mal anschauen, jetzt muss ich ihn flott mal raussuchen, den Euro, da suche ich immer ein bisschen so, da ist er da, dann sehen wir momentan, wenn wir ins Kleine reinschauen, Zumindest mal den Versuch wieder nach oben zu laufen. Ich mache mal kurz die Zeitrahmen hier auf den Tag drauf und auf den Tag hier, wenn wir uns das mal anschauen wollen, der Aufwärtstrend, der ist intakt. Wir haben allerdings am Anfang der Woche die Marke von 1,20 überschritten und dann direkt. Ordentlich Verkaufsdruck reinbekommen. Und das wird jetzt an dieser Stelle natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie es hier weitergeht. Wir haben vor der Nase zwei wichtige Unterstützungslevel liegen. Und zwar ist das zum einen hier um den Drehbereich, hier um die 1.18, die Marke hier, wo es drinnen liegt. Da sehen wir, was ich hier dick grün markiert habe. Das ist ein Schwungbereich, der kommt auch so ein bisschen aus der Historie raus. Ähm, das Thema haben wir da und da sehen wir hier, wir haben hier immer wieder Kaufnachfrage äh, reinbekommen. Und hier natürlich an dieser Stelle haben wir es gesehen, gestern auch leicht runter und dann wieder drüber gelupft. Das heißt, das sind so erste zarte Versuche, doch nach oben zu gehen. Die weitere Unterstützungszone hier um die Marke von grob über den Daumen, 1,1750, ist ebenfalls im Markt aktiv. Und jetzt kommt es halt für das kurzfristige Trading darauf an, wie sich der Markt hier zum Freitag verhält. Das heißt, wenn wir mal in die Stunde reinschauen wollen, da sehen wir es schon auch hier, dass Ganze noch mal schön skizziert die Abwärtsrichtung hier. Der letzte Schub einfach mal noch durchgezogen. Hier da ging es nach unten. Leichte flaggenförmige ähm, Korrekturbewegungen hier noch mal zur Seite. Aber an sich hier der Rutsch durch die Unterseite, durch im größeren Bild. Hier ist das jetzt hier mal der Abwärtstrend, der am Laufen ist. Und wenn wir jetzt mal sehen, wir sind hier mittlerweile drüber gelaufen. Ne? Das Ganze sieht man schön im untergeordneten Bereich. Ist der, Über, ist dieser, ist der Überschritt. Dieser Marke hier drüben auch in einem kleinen Trend gelaufen. Das ist schön zu sehen. Und jetzt sehen wir es halt. Wir sind jetzt hier nach unten gelaufen und verharren hier so ein bisschen in einer Art Seitwärts-Range, die wir hier liegen haben. Und da kommt es jetzt darauf an, wie es ausgelöst wird. Und das ist jetzt das Charmante an dieser Stelle. Wenn wir tatsächlich eine Umkehr bekommen im Euro, das Signal gestern bestätigt, dann haben wir den Ausbruch hier oben drüber. Aus der Range zur Oberseite hin und hier. Das Ganze dann oben drüber. Und das wäre dann das positive Zeichen, dass wir durchaus wieder die Oberseite anlaufen können und es nach dem Rücksetzer hier wieder in Richtung des Aufwärtstrends geht. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen wollen hier an dieser Stelle, dann sehen wir natürlich auch ein bisschen Potenzial haben wir zur Oberseite. Definitiv, wie schon gesagt, hier oben nehme ich mal kurz die Dini ganz nach oben. Hier oben, da sind wir drüber gelaufen, über die Marke von 1,20. Und das jetzt hier die Korrektur und wie schon gesagt, Anlaufmarker die wir hier sehen, die sind ganz klar. Die haben wir gerne in den Zwischenhochs liegen. Das heißt, im Kurzfristbereich hier, wenn es zur Trendfortsetzung kommt, haben wir oben die Schwungbereiche, die wir hier haben. Und dieser Bereich hier um die 1,18 knapp 7, das ist halt auch ein wichtiges Verkaufslevel hier drüben gewesen. Ansonsten können wir uns zur Oberseite hin orientieren an den kleinen Zwischenhochs, die wir liegen haben. Und das sind hier oben die Marker um die 1,19. Äh, dann haben wir hier noch ganz nah dran liegen, den Ausbruchsbereich den wir hier drüben hatten, als wir hier das ist Zwischentief auch mit rausgenommen haben um die 1,19 knapp 3, ja und dann hier oben schon den Hochbereich, ne? das sind die wichtigen Marker, 1, 19, 9 dort oben dann Richtung 1,20 bis dahin ist noch viel Zeit und momentan schaut es nicht so aus, als wenn es uns der Markt hier einfach machen möchte das heißt, wenn wir hier unten drunter durchlaufen unter dieses ähm, kleine Begrenzungstief der Range, unter die 1,18, was haben wir hier, 3 8, dann sollten wir die Unterseite kurzfristig mit in Betracht ziehen und wenn wir uns da mal diesen kleinen Aufwärtsschwung hier anschauen, den wir hier an dieser Seite auch haben, dann haben wir die Marker liegen, schaut hier unten, das ist der Bereich um die 1.1810, dann haben wir hier das kleine Zwischentief um die Marke von 1.18 und dann schon hier unten das kleine Zwischentief bei 1.17 88 in etwa die Marker auf der Unterseite. Also sehr interessant. Wir haben eine schöne Range. Und wenn der Bruch in die ein oder andere Richtung kommt, haben wir die Potenziale. Wenn ich mir was wünschen dürfte, es darf gerne hochgehen. Aber ich bin nicht bei Wünsch dir was. Wir schauen einfach, was die Märkte hier mitmachen. So, dann hätten wir das miteinander auch besprochen. Die drei Handelsideen sind durch. Jetzt schaue ich nochmal, ob es weitere Fragen gibt. Wir haben ja schon. Das Kabel hier an dieser Stelle, das heißt, wir gucken jetzt aufs Kabel drauf. Weitere Fragen haben wir hier an dieser Stelle jetzt nicht. Das heißt, wo wir reinschauen, ist ganz klar. Ich gehe gerne auf die Fragen ein und da gehen wir direkt aufs Kabel. Cable hat ja genau wie der Euro. Cable ist übrigens britisches Pfund US-Dollar für diejenigen, die das äh, jetzt nicht so genau wissen. Wir haben genau wie im Euro eine Umkehrkerze bekommen hier an dieser Stelle. Und zwar hier oben: das ist diese Kerze. Ich markiere die mal ganz kurz mitten im X hier. Zack, da oben. Das ist die Umkehrkerze. Und diese Umkehrkerze an sich, die hat es in sich gehabt, weil die wurde bestätigt und wir sind nach unten gelaufen. Wir hatten das Setup ja auch live hier drinnen in der Morning-Sendung besprochen, wo es hier unten drunter reinging. Und seitdem trendet der Markt hier auch schön abwärts. Wenn wir uns den Chart jetzt an dieser Stelle mal mit anschauen, auch hier die Verortung an einem sehr, sehr interessanten Kaufbereich. Wartet mal, ich nehme hier einfach mal jetzt kurz ein paar Linien raus, damit wir etwas mehr sehen. Also. Was wir hier haben, ist ein interessanter Kaufbereich. Und zwar ein Kaufbereich an einer Stelle hier, das ist dieser hier, das da oben ging es weiter in die Aufwärtstrendrichtung. Ne? Da hat sich sozusagen dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, Beziehungsweise hier im Kleinen das ganze Bild mal, also hier die ganzen Bewegungen und Korrekturen. Das Ganze hat sich hier oben fortgesetzt. Deswegen ist das jetzt erst einmal ein Kaufbereich. Und da ist es immer sehr, sehr wichtig zu sehen, was die Händler machen. Als wir diesen Kaufbereich gestern getestet haben, haben wir wieder eine leichte Nachfrage reinbekommen. Das heißt, da hat die Stunde, was wir hier als Abwärtstrend sehen, in den Korrekturmodus geschalten. Aber der Abwärtstrend der Stunde ist hier weiter intakt. Das heißt, fallen wir unter das Tagestief von gestern unten drunter, ja, dann haben wir ganz klar das Risiko weiterfallender Kurse und wo wir daran laufen können. Das schauen wir uns mal eben kurz hier in den untergeordneten Zeitrahmen an. Ich gehe jetzt hier mit Absicht mal in die vier Stunden rein, äh, um einfach hier ein bisschen Diversifikation auch mit reinzubringen, äh, in die ganzen Abläufe. Und da müssen wir uns einfach nur mal anschauen, was hier nach oben hin passiert ist, als wir unten rausgekommen sind aus dem kleinen Zwischentief hier unten. Da hatten wir ja die Kaufzone um die 1,3054. Und dann hat der Markt angefangen, hier schön nach oben zu traden. Das sehen wir auch hier. Schaut mal hier auf ab. Auf, ab, auf. Also, da ging es ordentlich schön trendig nach oben. Dieser Trend ist jetzt hier gebrochen worden und wir trennten jetzt hier Stück für Stück nach unten mit rein. Und wie gesagt, wenn es hier unten drunter geht, dann setzt sich dieser Abwärtstrend nach unten fort und dann haben wir die Potenziale auch auf der Unterseite liegen, das heißt, solange wie wir nicht hier oben drüber gehen über die knapp 133, haben wir das Potenzial auch auf der Unterseite und das Potenzial auf der Unterseite heißt, wenn wir uns mal die Swinglos anschauen wollen, grob hier die Marken um die 1316 haben wir drin liegen, hier haben wir einen unteren Tiefbereich um die 131 15, 16 in etwa rum. Da ist Potenzial zur Unterseite da und das Ganze hier natürlich von Interesse für die kurzfristigen Trader. Bullisch wird es erst, wenn wir den Abwärtstrend hier rausnehmen. Da schalte ich mal kurz in die Stunde, um ein bisschen näheres Bild zu bekommen. Abwärtstrend rausnehmen heißt, ich möchte wenigstens erstmal einen Aufwärtstrend sehen. Also das, was wir hier sozusagen an Korrekturtrend nach unten gesehen haben. Hier an dieser Stelle das Ganze hier mal so der Trend. Und der ein oder andere wird sich jetzt sagen. Was, was macht denn der Seidel jetzt hier schon mit? Wir haben doch hier einen Außenstab und alles, was im Außenstab ist, zählt man nicht als Korrektur. Ja, das ist korrekt, es ist es aber nicht immer korrekt und weil das nicht immer korrekt ist, es hier halt mit. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen ins Chartgeschehen auch mit einrechnen. Das ist der Trend nach unten und ich habe ja gerade gesagt was ich hier gerne sehen möchte, ist mal wenigstens einen Aufwärtstrend als ersten Indiz zur Umkehr und wenn wir uns das mal anschauen wollen, ich sag mal, wir haben zumindest den Hauch von Versuch, dass der Markt das machen möchte. Das heißt, solange wir jetzt hier kein neues Tief bekommen, sondern irgendwo rauflaufen, diese Richtung hier annehmen, wäre das mal schon das erste Zeichen, dass der Markt durchaus die Oberseite mit anläuft und Interessant wird es dann natürlich, wenn wir hier dieses Zwischenhoch hier rausnehmen. Dann haben wir nämlich einen federführenden Aufwärtstrend in der Stunde, der den Abwärtstrend hier rausgenommen hat. Und damit ist das Thema auch dann durch. Und dann haben wir schön den Markt nach oben laufen. Trendig hier unten, wir sehen es. Wir sind sogar hier leicht tiefer gelaufen. Also rein aus technischer Sicht, ich lasse das mal ganz kurz vom Computer äh, mit einzeichnen. Schaut mal, da hat sich dieser Abwärtstrend. Hier unten noch fortgesetzt. Das heißt rein aus technischer Sicht diese Marke hier oben ist wichtig, die knapp 1,33. Wenn wir da jetzt direkt auch drüber laufen, ohne ein neues Zwischentief zu machen, dann haben wir die Umkehr schon mal da und dann haben wir die Chancen zur Oberseite raufzulaufen. Und das, was wir dann sehen können an Anlaufpunkten, da können wir uns hier schön an den Zwischenhochs auch orientieren. Für die kurzfristigen Händler natürlich die nahen, also das wäre dann hier die 1,33 knapp 2. Und für diejenigen, die die Oberseite mit angehen, haben wir hier die 1,33 knapp Knapp 6, hier oben die Swing Highs an dieser Stelle die 1,34 ja und dann können wir uns schon weiter nach oben mit Orientieren hier in Richtung des Charthochs, das wir auch auf Tagesbasis sehen um die 1,348 das der Blick ins Cable You, das hätten wir dazu. Jo, und damit würde ich sagen, machen wir hier weiter ganz normal im Programm. Das heißt, erst einmal natürlich noch der Blick auf die nächste Woche und dann schauen wir uns mal die großen Indizes an. Und der Blick in die nächste Woche verrät uns hier an dieser Stelle am Montag ist in USA Feiertag. Das muss man als Händler immer so ein bisschen beachten. Und da bekommt der Tag heute doch noch einen sehr, sehr spannenden Charakter. Wir haben nicht nur äh, sozusagen die Non-Farm-Payrolls, wir haben gestern einen Tag mit massiven abverkäufen heute könnten die händler durch die non farm payrolls auch noch ein bisschen in deckung gehen wenn die non farm payrolls allerdings sehr sehr gut sind könnte das wieder direkt druck von unten nach oben auf die märkte bringen wir gucken uns die indizes gleich auch mal an ähm, und natürlich, das verlängerte Wochenende ist immer so ein bisschen ein Risiko. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, was der Markt heute daraus macht. Das heißt, hier heute äh, die Non-Farm Payrolls, die sind so, so wichtig, weil, wenn hier plötzlich wieder Risiko im Markt gespielt wird und weitere Händler in Deckung gehen, dann könnte das durchaus ordentlich Schub nach unten geben. Also für die Intraday-Händler ist dieser Zeitraum, ähm, den wir da haben heute am Nachmittag, sehr, sehr, sehr wichtig für die US-Session gerade. Das müssen wir unbedingt auf der Uhr haben. Ansonsten. Für die nächste Woche. Japan bringt das BIP raus am Dienstag. Ähm, am Mittwoch gibt es die offenen Stellen in den USA und dann kommt am Donnerstag die EZB wieder mal zu Wort. Wir sehen es hier. Donnerstag ist EZB-Tag. Von der Zinsseite wird es, denke ich mal, keine großartigen Überraschungen geben. Das heißt, wir sind hier weiterhin ähm, bei einem Zinssatz von minus 0,5. Wir waren eine Weile bei 0,4, jetzt sind wir bei minus 0,5. Das ist so die Prognose, die gegeben wird. Ansonsten, wie schon gesagt, der Zinsentscheid hier das wichtige was wir stehen haben die sind die Leitzinsen sind bei 0% ob da was dran gedreht wird, ich weiß es nicht. Das ist die Überraschung. Die Prognose sagt, nö, wird nichts dran gedreht. Das heißt, wichtig ist dann, was in der Pressekonferenz bekommt. Die kriegen wir dann auch äh, am Donnerstag noch mit. Und nächste Woche übrigens durch den Feiertag am Montag gibt es die Rohöllagerbestände erst am Donnerstag. Und Freitag kriegen wir dann von den Briten das äh, BIP. Wir kriegen die Produktion des verarbeitenden Gewerbes äh, und am Freitag dann auch direkt noch den Verbraucherpreisindex in den USA. Aber äh, da wachsen die Bäume momentan auch nicht gen Himmel. Da ist alles sehr, sehr gediegen. Zu den Preisen werden wir gleich auch was sehen, wenn wir uns das Bieschbuck mal so ein bisschen mit anschauen. Das hätten wir dafür. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die großen Indizes, bevor wir dann hier im zweiten Teil, ich mache es im Hintergrundbild auch gleich nochmal mit rein, dass wir einfach mal schauen, wie sieht es denn jetzt momentan in den USA aus, was ist das wichtige Biespuk gekommen das sehen wir dann hier gleich und wie schon gesagt, die EZB schaut da äh, die EZB schaut da nicht drauf unbedingt so in dem Maße. Die Fed schaut da genau drauf und das sind die Marker, die wir hier dann direkt mit in der Umsetzung sehen zuvor allerdings hier der Blick auf die großen Indizes und da starten wir mit einem DAX und da wird sich der ein oder andere Händler sagen, uh. Uh Ziemlich massiv der Abverkauf hier gestern. Ohne heute sieht es nicht wirklich besser aus. Also wenn wir uns die Kerze von heute mal anschauen. Oh, was sagt man? Holla die Waldfee. Also da ist einiges äh, gestern abverkauft worden. Warte, ich nehme mal ganz kurz hier die Linien auch noch mit raus. Steuerung B übrigens, da kommt man in dieses Fenster hier ran äh, und dann kann man relativ flott die Linien hier löschen. Einfach hier mal kurz durchklicken. Ich nehme es mal raus hier. Die Marke, die wir nicht mehr brauchen. Damit ist der Chart jetzt schön sauber. Und wir können hier mal nach Zahlen, sage ich immer so schön, ähm, das Ganze einfach mal üben an ähm, das Ganze einfach mal kurz mit einordnen hier an dieser Stelle. Also, wir sehen es weiterhin. Der Aufwärtstrend, den wir hier haben. Ähm, der steht weiterhin nicht zur Debatte. Also der ist da, ähm, der läuft nach oben. Äh, die Märkte antizipieren hier eine, eine Situation, wo wir das Thema Covid-19 mittelfristig in den Griff bekommen. Äh, wir haben ja gestern auch schon die Meldungen mitbekommen, oder zumindest ich habe das gestern mitbekommen. Die Meldungen können natürlich schon etwas älter sein, ähm, dass es möglicherweise in den USA erste Impfungen gegen äh, das Covid-19 gibt. Da ist natürlich sehr, sehr Positives in den Märkten mit drinnen. Und das spielt der Markt hier Stück für Stück rein. Das Band im DAX, in dem wir momentan hängen, das ist jetzt nicht überraschend, dass wir da nicht einfach durchgehen wie ein heißes Messer durch Butter. Warum? Das, wo wir hier gerade drin hängen, dieses Band in etwa, dieser Bereich um die 13.000-Punkte-Marke bis 13.200 Punkte, das ist dieser Schwungbereich, den wir hier haben. Das ist der gigantisch große Abverkaufbereich, den wir hier gehabt haben. Schaut euch das mal an. Wir sind hier drüben ähm, im letzten Jahr um die Marke von 13.000 oder von 12.900 Punkten immer wieder hängen geblieben und nach oben gelaufen ja das heißt das hat hier starke verteidigung bekommen und danach wurden die gesamten positionen abgeräumt und dass wir hier nicht einfach so nach oben durchlaufen das ist schon ganz klar das sind wirklich sehr sehr wichtige bänder und deswegen ist dieses verharren hier drinnen in diesem sinne absolut überhaupt kein problem für die langfristige aufwärtsrichtung und leute wenn wir uns mal anschauen, wir sind hier unten von 12.000 Punkten gekommen, etwas drunter sogar von 11.900 und zwar da glaube ich auch ein Stückchen drunter. Wenn wir mal kurz schauen, wo sind wir hier unten drunter gewesen? Hier sind wir bei, ach Gottchen, das habe ich ja völlig falsch gesehen. 12.200 war das Tief. Und dann sind wir hier oben im Hoch auf die 13.000, ja etwas unter 500 Punkte-Marke angestiegen. Und das alles seit oder das alles im August, da gibt es auch immer mal ein bisschen korrektur. Also man darf das Ganze jetzt nicht so dramatisch überbewerten. Das ist das Ganze, was wir jetzt haben im größeren Bild. Das heißt, der Trend, den wir hier auch drinnen liegen haben, hier, wenn wir uns das mal kurz einzeichnen wollen, der ist weiterhin intakt. Wir sehen jetzt hier einfach nur ein bisschen Korrektur. Und wer sich jetzt die Frage stellt, wie könnte es denn weitergehen? Sehen wir jetzt hier einen massiven Abverkauf oder gehen wir gleich nach oben rauf? Dem sei auch gesagt, wir stehen hier momentan an einer wichtigen Stelle. Die wichtige Stelle, die wir hier oder die ich hier meine, äh, ist der Bereich, wo wir hier unten verortet sind. Wenn wir uns diesen untergeordneten Zeitrahmen mal anschauen wollen, dann haben wir hier den kleinen Aufwärtstrend, der uns hier nach oben gebrochen, oder gebracht hat. Und dieser kleine Aufwärtstrend, der hat halt hier unten drunter. Da an dieser Stelle hat er sein Tief. Das heißt, das, was hier schön nach oben trendet, ähm, wird beendet aus rein technischer Sicht, ja, hier unter der Marke von knapp. 12.845 Zählern. Das bringt dann natürlich das ganze Bild ein bisschen ins Wanken und zeigt uns an, hey guys, ihr könnt es ein bisschen tiefere Korrektur geben. Wohlgemerkt könnte, ja, wenn wir uns das mal anschauen, wir sind ja hier auch ein ganzes Stückchen runtergelaufen und dann haben wir diesen Bereich hier um die 12.845 Zählern wieder zum Aufkauf genommen. Das heißt. Das ist halt momentan so, dass die Märkte mal etwas stärker schwanken. Fallen wir hier drunter, haben wir Potenzial zur Unterseite. Und das Potenzial, was wir zur Unterseite haben, können wir auch ein bisschen ausloten. Hier unten das Zwischentief um die Marke von 12.620 Zählern hat gehalten. Da hatten wir hier drüben auch so einen kleinen Kaufbereich. Und ansonsten, wenn wir wirklich eine ganz tiefe Korrektur bekommen, dann wird es noch interessant. Hier unten Luft bis 12,2 haben wir aus aktueller Sicht definitiv hier im DAX. Ansonsten, wie schon gesagt, müssen wir einfach schauen, was. Wird und da hilft auch der Blick in die kleineren Zeiteinheiten. Hier, wie schon gesagt, gestern, da gab es nicht wirklich viel, was wir trendig sehen. Es gab einfach nur ab, ging es nach unten, brutaler Abverkauf, hier ein kurzes Zwischenhalten und dann zack, runter zum Tagestief. Ähm, und hier müssen wir schauen, was los ist. Und wie schon gesagt, wir haben es ja hier gesehen, das Tagestief. Wir sind immerhin noch in diesem Supportband, was ich hier blau eingezeichnet habe. Und solange wie das Teil hier unten bei 12.900 hält, haben wir Chancen zur Oberseite raufzulaufen? Wir sehen es ja hier auch zur Handelseröffnung. Wir sind jetzt unten reingelaufen und finden dort unten im Bereich vom gestrigen Tagestief direkt wieder Käufer. Und damit haben wir gleich die zwei Messlatten für den heutigen Tag. Hoch geht es oder nachhaltig hoch wäre dann hier, wenn wir im Bereich des Vortageshochs oder beziehungsweise hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, das ist ja nicht das Vortageshoch, das ist Käse, das steht viel höher, wenn wir uns hier mal in diesem Stundentrendverlauf dieses Hoch hier oben anschauen, um die 13.066 bis 70 Punkte Marke, das ist natürlich der Bereich, wenn wir hier oben drüber fliegen können, wir durchaus weiter schön nach oben laufen. Und für diejenigen, die das kurzfristig interessant ist, schauen wir einfach mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart mit rein und da sehen wir, wir nämlich hier, ich zeichne es mal kurz raus, ähm, den Trendverlauf nach unten hin, den wir liegen haben. Und schaut mal, der hat hier oben angefangen, schön zu trenden. Also, wenn wir solche starken Verkäufe nach unten haben, schaue ich gerne mal in die untergeordneten Trendverläufe rein. Ja, und das sieht dann hier jetzt in dem Fall sozusagen entsprechend so aus, dass wir hier schön durchgelaufen sind zur Unterseite ran. Und dann haben wir schon den ersten Versuch nach oben zu gehen, gesehen. Ja, der wurde jetzt hier natürlich gleich mal wieder negativ beeinflusst, äh, indem wir hier unten runtergelaufen sind. Ähm, aber das ist halt so, und wie schon gesagt, wenn wir hier tatsächlich kein Tief finden, sondern diese Zone hier unten wieder rauf ist, dann können wir durchaus auch damit rechnen, dass der Markt nach oben strebt und von diesem gestrigen massiven Abverkauftag auch ein Stückchen was weit nach oben mit wegnimmt. Eine Marke, die wir hier durchaus als Beachtung im Bereich äh, der Widerstände mit behalten müssen, ist hier oben dieses Level hier um die 13.300 bzw. ja doch 13.300 Punkte Marke. Da ging der große Abverkauf los. Das Thema hier unten hat nicht gehalten. Die Unterstützung ist rausgenommen worden. Das ist eine wichtige Marke. Also bei hoher Volatilität durchaus die Chancen hier zur Oberseite mit reinzukommen. Das ist der Blick in den DAX und damit schalten wir mal rüber in die USA hier und da gucken wir einfach mal zunächst auf den Megamäßigen Bullen, den wir hier haben, und zwar ist das der Nasdaq. Ja, und wenn wir uns mal die Tageskerze gestern vom Nasdaq anschauen, oh, holy moly, da ging einiges zur Sache, und da haben mit Sicherheit einige Trader ordentlich kalte Füße bekommen. Gab es einen Grund für kalte Füße? ich weiß es nicht eigentlich nicht es gab jetzt, jetzt äh, so rein von der nachrichtentechnik eigentlich nichts äh, wo man sagen muss äh, hier gibt es jetzt irgendwas extrem neues was extrem schlecht auf die märkte läuft ähm, eher nicht was wir hier sehen ist in meinen augen eine technische gegenreaktion wenn man das ganze sich mal anschaut und das muss man immer ein bisschen Zumindest bin ich der Meinung, dass man das tun sollte, immer ein bisschen in die Gesamtrelation mit reinschauen. Weil, wenn wir uns den aktuellen Trendverlauf mal anschauen, hier, schaut euch das mal an, da gab es die Korrektur in diesen Ausbruchsbereich. Und dann sind wir hier ab nach oben gelaufen. Ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Leute, 16 Handelstage sind wir hier gestiegen. So, ja. am Stück. Jo, da kannte keiner irgendwie Angst. Und jetzt sind wir mal ein Stückchen runtergegangen. Und wenn man sich das mal anschaut. Hey, wir haben ungefähr die Hälfte. Ja, bitte jetzt auch die Mathematiker, die jetzt zuschauen, bitte mich nicht hier auf die Goldwaage legen. Das ist nur eine hier grobe über den Daumen Sache. Ähm, wir sind hier die Hälfte dieser Aufwärtsbewegung jetzt in die Korrektur reingekommen. Das sind normale Umkehrmuster, ja. Also auch eine, 55, äh, eine 75 Korrektur, alles kein Problem. Ein ganz normaler Charttechnischer Verlauf testet auch hier mal so ein Ausbruchslevel an. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen ähm, von der Seite her, es ist hier alles ist noch vollkommen im grünen Bereich. Die Korrektur ist am Laufen und wenn ich euch das jetzt mal ganz kurz einzeichne, hier, ich lasse mal kurz das Ganze von der Technik mit unterstützen, die wir hier ja durchaus auch ähm, im äh, bei Tickmill im Metatrader mit nutzen können. Schaut euch, ich mache jetzt mal ganz kurz hier äh, die Entry Bars mit an. Zack, so. Das haben wir. Und jetzt guckt euch das einfach mal an. Diese Leiste hier drüben, die zeigt an, wie tief die Korrekturtiefe ist und aufgrund äh, diejenigen, die äh, auch trendtechnisch handeln, je tiefer eine Korrektur läuft, je größer ist ja auch das Potenzial, zumindest mal bis dahin, wo sich der Chart fortsetzt. Und wenn man mal schaut, dass man hier jetzt gerade erst mal in den orangenen Bereich eingetaucht ist, dann sieht man ja, dass mit Bezug auf den aktuellen Trend hier auch noch viel Potenzial zur Unterseite da ist, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Und das ist das. Bitte immer schön im Hinterkopf behalten. Klar ist das blöd, wenn jetzt so ein Tag kommt. Das hat auch bei dem einen oder anderen sicherlich ordentlich Kratzer im Portfolio hinterlassen. Ähm, aber die kurzfristigen Trader natürlich, die haben das Ganze auch mit auf dem Auge gehabt, wenn wir uns die Bewegungstrends mal mit anschauen wollen. Aber wie ich gesagt Leute, es ist eine Korrektur. Die Korrektur hat auch wieder Chancen. Ja, die letzten Korrekturen, beide DIP, sage ich nur. Ähm, das wird ja auch von großen Fonds äh, von großen Investmentgesellschaften auch gesagt. Die Research betreiben beide DIP, ist momentan auch angesagt. Da haben wir immer wieder gute Chancen. Hier an dieser Stelle, also fundamental, hat sich jetzt nichts gravierend verschlechtert. Das heißt, wer sich das Ganze mal anschaut, der konnte das Ganze hier im Vorfeld auch schon kommen sehen. Hier mal schön der Bewegungstrend nach oben angezeichnet. Und der ist halt hier oben, gab es das erste Vorzeichen, dass das Ding hier etwas, ja, sag ich mal, angeknackst ist. Und wenn wir uns mal dann anschauen, was hier gekommen ist, schaut mal hier. Diese Bewegung nach unten hat das Ganze angeknackst. Da sind wir hier unter dieses kleine ähm, Zwischentief drunter gelaufen in diesem Bereich mit drinnen. Moment, das ist falsch. Also hier, das hat so ein bisschen gezeigt, ah, der Markt ist so ein bisschen angeknackst, wenn wir das mal so sehen wollen. Ähm, und dann natürlich die Gegenbewegung schön nach oben. Da dachte man, alles halb so wild. Aber spätestens als der Markt hier den Abwärtstrend gemacht hat, konnten die kurzfristigen Trader schon ordentlich hier in die Performance-Kiste greifen und das Ganze nach unten mitzunehmen. So, und jetzt müssen wir einfach nur mal schauen, wie es weitergeht nach unten. Wenn der Mikey sich was wünschen darf, dann folgendermaßen sollte das aussehen oder kann das Ganze ausschauen. Hier schnell mal, mal schauen, hier da oben, hier mit Blick in die Stunde, um die Marke von hier unten haben wir es liegen knapp 50, haben wir hier drüben einen, hopper, da muss ich mich mal drehen, haben wir hier drüben äh, an dieser Stelle hier unten einen schönen Kaufbereich. Ne? Den sehen wir hier, da sind wir schön drüber gelaufen, haben angetestet und dann ging die Luzi ab nach oben hin. So, und wenn ich mir jetzt was wünschen darf, macht der Markt einfach das, was ich jetzt skizziere. Das heißt, er läuft einfach noch ein Stück weit nach unten, ja, macht hier nochmal ein kleines neues Zwischentief. Und läuft dann in die Oberrichtung rein, um hier dann entsprechend die Longrichtung wieder anzugehen. Und das optimalerweise spätestens hier unten in diesem Bereich. Ob so kommt, ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich halt immer, wenn der Markt uns Trends auch zeigt äh, und wir die Trends zum Handeln nutzen können. Also wie schon gesagt im Nasdaq alles in dem grünen Bereich weiterhin. Der große Aufwärtstrend ist hier weiterhin auch intakt. Ähm, und das sollten wir immer so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Schauen wir mal noch eben rein in den S&P 500. Da sieht das Bild ähnlich aus. Hier wie im NASDAQ, der Kaufbereich ist auch ganz klar und zwar ist das hier die Marke um die knapp 3400 Punkte Marke. Das mache ich mal ganz kurz hier in grün. Das war also der Ausbruch über das letzte hoch an dieser Stelle und das wäre mal hier aus rein trendtechnischer Sicht durchaus auch der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite hin. Also sollte es hier unter das Tagestief von gestern gehen. Wenn wir den Abverkauf dort weiterbekommen, dann wäre das mal der erste Anlaufpunkt, der gut und gerne vom Markt auch angetestet wird. Ansonsten, wenn wir uns das Ganze hier mal im Trend mit anschauen wollen, wie schon gesagt, der ist weiterhin schön nach oben intakt. Und wenn wir uns auch den Bewegungsarm mal anschauen, hier der letzte Bewegungsarm, der ist auch weit nach oben gelaufen. Und auch hier mache ich mal die Entry-Bar noch mit rein und schaut es euch an, da ist das Bild das gleiche. Das heißt, wir haben jetzt hier eine tiefere Korrektur. Das Korrekturtief ist noch längst nicht erreicht. Da haben wir Platz noch zur Unterseite. Aber wenn wir hier eine schöne Umkehr bekommen, das wäre dann das Interessante, dass man schön nach oben laufen. Und das gucken wir uns jetzt mal noch im Stundentrendverlauf auch an. So ein kleines Indiz als Planung sozusagen für die kurzfristig agierenden Händler. Und da sehen wir es hier in diesem Bereich, wenn wir mal sehen, dass hier die Linie, wie schon gesagt, das ist der Tag. Wir haben auf der Unterseite durchaus noch Anlauflevel rein. Wie schon gesagt, die Marke hier unten an diesem kleinen Zwischentief bei 3400 über die den Daumen 25 Zählern, die ist natürlich da, die haben wir mit im Bereich drinnen und was hier dann interessant wird, hier haben wir noch ein paar kleine Swinglos um die äh, 3413 Zähler hier, das ist noch mit da, aber der Weg nach unten ist natürlich noch vorhanden. Aber auch hier im ganz großen Bild, wir haben eine Korrektur. Und wenn die Korrektur zu Ende geht, sehen wir, dass der Markt hier wieder hochtrendet. Und auch hier, ähnlich wie wir es gerade im Nestec gesehen haben, muss der Markt sich erstmal noch entscheiden. Und wenn wir hier beispielsweise auch einen schönen Gegentrend sehen, das heißt, wir sehen es ja hier, ist der Markt nach oben gelaufen, dann ist er wieder runtergekommen und jetzt wird es halt interessant zu sehen, was wir hier machen. Wenn wir hier das nächste höhere Tief machen, ist das erste Mal positiv. Und wenn wir dann hier den Weg nach oben fortsetzen, einen kleinen Aufwärtstrend machen, ist das das erste positive Zeichen. Und wenn wir dann hier das Ganze rausnehmen, das nächste. Und dann steht der Weg nach oben schon wieder offen. Wohin? Kurzfristig erst einmal hier oben der schöne Verkaufsbereich hier um die Marke von 3540 Zählern im Anlaufbereich wäre kurzfristig erstmal möglich. Ich sag mal, wir warten mal ab, was die Non-Farm Paywalls heute Nachmittag machen, beziehungsweise. Man muss nicht immer abwarten. Die aktiven Händlerinnen und Händler, die hier an dieser Stelle zuschauen, bitte schaut auch drauf. Der Markt könnte jetzt unter Umständen anfangen, etwas einzupreisen. Und zwar etwas, das die Non-Farm-Payrolls dem Markt positiv überraschen könnten. Und wenn da jetzt im Vormittag eine Einpreisung passiert und der Markt von einer positiven Überraschung ausgeht, dann sehen wir steigende Kurse. Das bitte an dieser Stelle immer auch mit auf der Uhr haben. Also das Ganze hier an dieser Stelle mit Blick auf die Indizes wir hatten den DAX wir hatten den Megabullen der USA den Nasdaq und wir haben jetzt auf den S&P 500 geschaut damit beende ich mal die Indexschau für den heutigen Tag wir sehen gerade weitere Fragen nicht mit da heißt an dieser Stelle machen wir weiter ganz normal mit im Programm und im Programm heißt das wir schauen jetzt mal auf das Moment was ich hier äh, vorhin im Hintergrund auch schon äh, entsprechend gesagt hatte, äh, hier an dieser Stelle, äh, dass wir mal reinschauen in die US oder in das USB-Spuck sozusagen, dass wir das hier mit drinnen haben. Ja, und das müssen wir uns einfach mal jetzt zu Gemüte führen, was der Markt uns dort gesagt hat. Und das machen wir jetzt an dieser Stelle auch. Das heißt, wir gehen jetzt weiter in das Bischbuch. Und für, den, für das Bischbuch mache ich noch ein zweites Video. Das heißt, ich halte einfach mal ganz kurz hier äh, den Mund und komme gleich zurück ins Video. So, kurzen Augenblick.